Vergewaltigungswitzen zu Schlachten Dissen. Sag ja zur Abtreibung ist scheiße. Vergewaltigungswitzen zu Schlachten Dissen. Sag ja zur Abtreibung ist scheiße. Vergewaltigungswitzen zu Schlachten Dissen. Racheporos und so einer endlosen Tirade über Frauenfeindlichkeit. Sag ja zu den Witzen, den Hitler gab's nie. Und wenn doch, waren sicher die Juden. Sag ja zum Werkvertrag und zum nervigen Pendelverkehr. Und sorgt dafür, dass deine Kinder noch mehr arbeiten. Rede dir ein, alte Kinder zu haben, wäre besser gewesen. Und dann besiehst du dir das Ganze und betäubst deine Qual mit einer unbekannten Dosis einer unbekannten Droge aus deiner scheiß vergasten Tasche. So, da wurden euch treue Shots von Philipp Bergbauer spendiert. Schön, dreimal Wodka, wie gewünscht.
Johannes hat gesagt, die ganze Zeit Lübser trinken geht gar nicht, also gibt's nochmal drei Schottis für dich natürlich, Klopfer!
Und weiter geht's mit dem Spendenmarathon. Natürlich hat Sebastian, Philipp, Alex und Maximilian Hampe alias Maximum Max für euch gespendet. Das waren insgesamt 12 Shots und eine Mische. Wer von euch will die Mische? Geht klar!
So, da kam die nächste Mische für euch rein von Philipp Müller. We'll be right back.
Yeah.
mal ein Kino. Ja, ist so geil, aber. Feierabschütze von ihm. Dauerfeier. We'll be right back.
Pep dabei, dann hat noch jemand Ketamin dabei und um 8 Uhr morgens hast du dann einen Cocktail in der Hirse, der sich gewaschen hat. Thank you.
und noch eine Runde Shots gespendet. Kannst du eine Taube nachmachen? Yeah.
Tja, wenn das mal nicht Anormal und Hunnel waren, dann weiß ich auch nicht. War da nicht? So, hier. Komm, erstmal mit. So, erstmal so ein lustigen Knubbel hier für euch. Das habe ich letztes Mal gesehen, hat das Manu Marsch gehabt. So, Männer, wie hat's euch gefallen? Wie war's? Ich sag mal so, es war ganz nett. War geil, war geil. Besser wie Jörg immer gemacht. Also das klang wieder ohne Manu. Ja, da waren wir auf jeden Fall viel hübscher. Ja, vor allen Dingen habt ihr ja noch ein paar Shots vorne stehen. Der Kollege sieht's ja bestimmt noch. Oder guck mal, die haben doch ja nicht alles ausgeschlüpft. Siehst du das? Da. Ja, mein bester Kumpel ist Alkoholiker, das schafft er. Wie gesagt, sind auch extra noch wie auf dein Wunsch hin geäußert, ein paar schöne Wodka-Shots mit dabei. Hast du ja gesagt, willst du ja mal haben? Bist du großer Wodka-Fan? Letztes Mal trinke ich immer auf Party, wenn wir jetzt irgendwo auf Party gekommen sind. Mit zwei kurze Wodka und dann hatte ich meine Level gehabt. Das ist ja einmal frei. Warst du in letzter Zeit auf Party? Es ist Corona, da gibt's doch keine Partys. Die letzte Party halt in Stendal. Zum Beispiel Open Deck. Open Deck, ja. Open Deck, also. Was ist denn dein Favorite Alkohol? Alles. Alkoholiker. Eigentlich alles, ja. Nee, außer, wie gesagt, ich habe jetzt ein kleines Geheimnis, was ich jetzt mal. Ey, der Hefte, ja. Oh, scheiße. Es ist noch euer Wodka hier. Nee, ich habe ein kleines Geheimnis und das ist so, wenn ich extrem viel Braun trinke, ja, also wird noch Hörtkrone. No. Dann habe ich das Bedürfnis, danach ins Bett zu schiffen. Ist echt so. Immer wenn ich mich mit Braun komplett weggeschossen habe, habe ich eingeschifft. Keine Ahnung. Ja. Mein Gott, was passiert im Kampf, ne? Ja. So, ja, ihr seid ja jetzt anscheinend auch nicht mehr die Neuesten im Business, würde ich mal so eiskalt behaupten. So den ein oder anderen Monat macht ihr das jetzt schon. Sag mal, gibt es eigentlich so in der ganzen Zeit einen Gig, wo ihr sagt, der war einfach nur absolut gigantisch und gehört eigentlich geschichtlich festgehalten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor das jetzt mit den ganzen Corona gekommen ist, hatten wir echt mal noch so ein Glücksjahr gehabt. Und zwar hatten wir die Chance, halt auf der Nature One zu spielen und auf der Syndicate, das sind halt so Gigs, wo man halt wirklich, keine Ahnung, dass man da überhaupt spielen darf, das ist echt wirklich so. Ja, das Ding. Vor 3000 Leuten, das war so geil, das kann man sich nicht vorstellen. Ah, doch, also ich sag mal so, ich bin ja nur wirklich nur, wenn dann die Knipse oder Kameramann. Also das ist ja schon manchmal echt episch. So ein Ausblick, wenn da unten die Masse einfach nur abgeht, das ist schon hardcore. Und vor allen Dingen, bei der Nature One hat vor uns halt Dr. Peacock gespielt, ja. Und dann das halt mit, das bist du wirklich mal seit langem wieder auf der Bühne gekommen, in das Boot gekommen und hast echt wieder richtig so Flattern gehabt, so das Lampenfieber. Boah, das waren wir da krass gewesen, ja. Und da sind wir wirklich auf jeden Fall dankbar dafür, dass man halt solche Gigs halt überhaupt mal spielen durfte. Ja. Wahnsinn. Ja, doch, das kann man sich dann, glaube ich, doch schon mal vorstellen. Wenn man die ganze Zeit und dann kommt irgendwann so ein Ding. Nicht schlecht. Aber eine der wichtigsten Aufgaben müsst ihr heute noch erfüllen. Und zwar auf der großen Wodkaflasche unterschreiben, die ja heute aus unter allen Spendern aus. Ich kann ja auch nicht schreiben. Dann mach ein Kreuz. Mach ein Kreuz, wenn das mit dem Schreiben nichts mehr wird. Das ist jetzt quasi noch die wichtigste Aufgabe, die zu erledigen ist. Ja, das ist ein ganz schönes Biest. Ja, das ist quasi der Wodka 360, den ihr euch jetzt gönnen könnt. Nee, Digga, ich muss noch fahren, ich darf echt nicht mehr. Fahren ist zu spät. Fahren ist zu spät für dich. Dann kannst du das aber Katja erklären, warum ich jetzt noch getrunken habe. Machst du das? Nee, ich bin jetzt wirklich hardcore. Ich sag wirklich, nee, falls was passiert, da kann ich nicht. Hier wird man schon wieder zur nächsten Live-Gig-Session verleitet. Ach, Dauer. Ach so. Ja, gut, dann halt so.
Nee, mal gucken. Mucke macht da keiner. Mucke macht da keiner, die läuft also nebenbei.